So, Tag Nummer 4. Wir warten auf den Shuttle, der schon seit über 20 Minuten zu spät ist. Eigentlich hat unser Training schon begonnen. Und ja, bisschen nervig hier. Läuft nicht alles nach Plan. Lars Rüdiger, wer ist dein Vorbild? Ingemar. Stark. Jaden, wer ist dein Lieblingsmusiker? Moritz, welchen Sportler würdest du gerne im Dorf treffen? Zverev. Ette, wie findest du die Anlage? Super toll. Wer war dein wichtigster Wegbegleiter hier nach Paris? Keine Ahnung. In den Bussen hier hat man auf jeden Fall auch immer Platz genug. Alle müssen miteinander kuscheln. Auch der Präsident von Frankreich, er weiß uns die Ehre und kommt hier im Olympischen Dorf und ist am Mittagessen. Deswegen so viele Security. 200 Securities für einen Präsidenten. So, Jaden und ich, wir wollen in die Stadt, wollen zum Louvre, zum Eiffel Tower und vielleicht ein bisschen shoppen gehen. Allerdings hier weit und breit kein U-Bahn in der Nähe oder ein Taxi, was uns hier in der Nähe vom Dorf abholen kann, weil hier überall Polizeisperren sind. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir in irgendein Auto kommen, um in Richtung Stadt zu fahren. Und dann geht's hoffentlich gleich weiter mit ein paar Sehenswürdigkeiten von Paris. Zu dir so ein Scheiß, Mann. Nach einer Stunde sitzen wir im Taxi. Mal gucken, wie lange wir jetzt brauchen. Ich bin schon nass geschwitzt. Gar keinen Bock eigentlich mehr. Aber ja. Jetzt geht's Richtung Innenstadt, ein bisschen was anschauen. Ah, Rue de Paris oder auch London. Eye of London. Eye of the Tiger. Nice, Marcelé. So, erster Stopp, wir haben es geschafft. Eiffel Tower. Kurz mal umschubsen. Spaß. So, kleine Info für euch. Der Eiffelturm wurde zwischen 1887 und 1889 erbaut. Er ist 350 Meter hoch und in dem Eiffelturm arbeiten um die 250 Mitarbeiter. Liebe Grüße. Ich habe alles gegoogelt vorher. So, nochmal, das ist einfach brutal, wie hier alles abgesperrt ist. Kann man sich schon fast besonders fühlen, dass wir hier so rumlaufen dürfen. Rating 1 bis 1. Okay, Louvre war zu weit. 50 Minuten laufen. Deswegen laufen wir jetzt anderthalb Stunden zu McDonald's. Weil mein guter alter Freund Jaden zu McDonald's möchte. Gar nicht, Timo will. So, deswegen laufen. Gar kein Bock mehr. Auf der Straße vor Notre Dame. Richtige Werbung. Mit Wasser springen. Geil! So, wir hatten keine Lust mehr zu Fuß. Deswegen sind wir jetzt auf dem Fahrrad unterwegs hier. Ist auch viel schneller als mit dem Auto. Sehr, sehr geil gemacht hier. So, that's us. Driving the bicycle. Habibi! Letztes Update. Wir sind zum Louvre gefahren. Extra. Aber keiner kommt rein. Wir können es nicht mal vom Weiten sehen, also war der Weg hierher umsonst. Schade. Muss ich doch die Bilder von Google mir anschauen.